So, weiter geht die Sommertour der Abendschau kreuz und quer durch Bayern. Und heute sind wir in Aldersbach in Niederbayern. Was heißt wir? Das übernimmt meine Kollegin Nicole Rehmann. Sie ist dort am Austragungsort der Landesausstellung mit dem tollen Titel 500 Jahre Reinheitsgebot Bier in Bayern 2016. Naja gut, bis 2016 ist noch ein wenig hin, deshalb ist das Ausstellungsgelände auch noch überwiegend Baustelle. Aber mit dem Thema Bier, Nicole, kannst du dich natürlich jederzeit auseinandersetzen und dem Thema widmen. Und ich muss feststellen, du bist in einer Traumsituation, umgeben von feschen Männern und der frisch gezapftes Bier in der Hand. Das würde ich jetzt auch gern. Der Wahnsinn, oder? Das ist super. Ich habe also dieses Ziel ist mein liebstes, glaube ich, in der Woche bisher. Weil wenn das so weitergeht, das kann ja nur in einem absoluten Wahnsinn enden. Aber das Bier muss ich erst noch mal abgeben. Ich kriege erst noch mal eins. Der Peter Wagner, der macht nämlich hier eine Bierverkostung. Und ich habe gerade vorhin schon gesagt, was ich besonders sympathisch finde, sind diese kleinen Probiergrößen hier. Das hat was. Aber Herr Wagner, das hat auch einen Grund, weil Sie bei Ihren Verkostungen sagen, eine kleine Menge macht überhaupt keinen Sinn, weil? Nein, das macht keinen Sinn, weil wir müssen ja als Bierbrauer den Schaum begutachten. Wir müssen die Farbe anschauen, wie sie ausschaut. Wir müssen dran riechen, welches Aroma das Bier entfaltet. Das ist ja der Sinn und Zweck des Zwickelns. Na, da bin ich mal gespannt, was jetzt die Herrschaften so sagen. Hat schon jemand probiert? Ja, hat schon. Sie haben noch nicht. Ja, dann aber los. Prost. Ist gut. Gut, das ist ja mal eine Profi-Aussage. Was sagen Sie dazu? Das ist gut. Okay, was wäre denn jetzt so die, sag ich mal, die Aussage eines Braumeisters dazu? Ist das würzig oder sowas? Dann sage ich was Gescheites gleich. Nein, also für einen Braumeister ist es einfach wichtig, dass ein gutes Gaumengefühl da ist, dass es schön angenehm über die Zunge drüber läuft und dass man einfach dann das Gefühl hat, da möchte ich noch mal einen Schluck trinken. Also man sieht auf jeden Fall, also es läuft auf jeden Fall ganz gut drüber. Muss ich sagen, es macht auf jeden Fall Spaß. Das sieht man, das sind ganz zufriedene Gesichter. Und so geht es insgesamt den 12.000 Besuchern hier. Nicht nur in der Brauerei zu einer Führung, sondern auch in der Kirche und im Kloster. Kein Wunder, da gibt es ja auch viel Historie zu bewundern. Schließlich stammt das aus dem Jahr 1146. Das Kloster ist eine ehemalige Abtei der Zisterzienser in der Diözese Passau. Und in den Jahrhunderten errang es eine herausragende Rolle in monastischer, wirtschaftlicher, sozialer und auch kultureller Hinsicht. Zusammen mit dem Kloster entstand auch die Kirche Maria Himmelfahrt. Und der barocke Stil, der kam durch die Innengestaltung der Gebrüder Asam. Besonders sehenswert ist das Fresko im Mittelschiff, das zeigt nämlich die Weihnachtsgeschichte. Und ein Besucher muss, ist dort die Schwalbe zu suchen. Denn wer sie nicht gesehen hat, so sagt man hier in Aldersbach, hat ganz Aldersbach schlicht und einfach nicht gesehen. Besonders schätzen ist dann der Besuch hier im Bräustüberl. Und da ist übrigens Tradition, dass man sich sein Essen selber mitbringt. Aber es gibt ein Bier und ein Brezen. Und es ist ein musikantenfreundliches Gasthaus. Dementsprechend gibt es eine schöne Musik, dieses Mal von den Bamhackelburen. Und jetzt gibt es hier noch einen ganz besonderen Kurs, da habe ich nämlich Herr Wagner schon dazu verdonnert. Ich bin ja mal gespannt. Die Schürzen kommt und mir ahnt etwas, ui, jetzt wäre ich aufgemantelt hier. Es wird fest, glaube ich, und ich sehe ja fast, ich bin ja mal gespannt, ich glaube, da geht es ums Anzapfen. Da gibt es nämlich Kurse hier. Die Maß kostet übrigens 4,60, also das ist ja schon alleine ein Besuch wert. Und jetzt, Herr Wagner, kommt was? Jetzt hat er mal anzapfen. Okay, wie? Ja, Sie kommen jetzt an Ihre Hand. Moment. So, da einen Daumen durch da. Daumen durch. So, Finger weg. Jetzt da schön hinhalten. Ich hab das noch nie gemacht. Ich bin gespannt. So, und jetzt einfach vorne schön draufhauen. Richtig fest, gell? Richtig fest, ja, und nicht zittern. Jetzt wird's gleich nass. Und fest. Weiter. Und drin ist er. War jetzt nicht so schlecht, oder? Super. Perfekt. So, also das passt doch soweit. Gehen wir gleich rein. Aber das läuft noch. Hauen Sie noch mal drauf. Sie als Profi hauen Sie noch mal drauf. Das sitzt noch nicht 100%. Jetzt schauen wir aber noch mal ganz kurz zu meinem Meierhofer rüber, weil dem bringe ich jetzt ein Bier. Ich glaube nämlich, so ausmachen. Jetzt muss ich weg. Herr Meierhofer, Prost. Und ich
aber sagen, ich habe sie geschlagen, oder? Sie haben den Meisterbrief gemacht. Mit dieser 7 Schläge haben sie gebraucht und ich habe bei meiner Premiere 10 Schläge gebraucht. Das war schon hervorragend. Aber so ein Kurs, der taugt was, oder? Den braucht man. Ja, ich habe es auch ohne Kurs gemacht. Also, und nächstes Mal hat der Braumeister gesagt, nimm den mich unter Kontrolle und dann machen wir das mit weniger als 10 Schlägen. Also der Herr Meierhofer als Bürgermeister hat mehr Schläge gebraucht. Ich kann zufrieden sein. Prost, Herr Wagner, vielen Dank. Prost, Spaß hat's gemacht. Dankeschön. Also den Kurs habe ich bestanden. Ein sattes Prost, Christoph. Jetzt habe ich mir's verdient, oder? Passt. Danke, Nicole. Wobei, ich werde mir das noch mal in Zeitlupe anschauen. Denn wir haben ja gesehen, es musste mehrmals nachozapft werden. Das Bier ist nicht so richtig geflossen. Nicole, trotzdem Kompliment. Oh ja. Morgen ist sie dann...